Moin Leute, willkommen hier bei Wow. Eigentlich das falsch, nein, ich meinte Mechabellum tatsächlich, genau. Da habe ich mich wohl versehen. Tja, und wir sind heute hier mit wunderprächtig Geschwindigkeitsspezialist am Start. I have no idea what I want to do. Aber ich habe das Gefühl, es hat was mit Vogelspinnen und geilen Scharfschützen zu tun, aber werden wir mal sehen, ne? Ihr wisst es wahrscheinlich schon, weil ihr das im Titel gesehen habt, aber hey. Vielleicht töten wir den Rhino, der hier gerade mit Vollspeed auf uns zugerannt kommt. Okay. Tschüss. Ja? Okay, wir haben alle sehr viel Geld gesammelt, die Runde eben. Panzer? I think I like that. Ich habe das Gefühl, ich muss ihn auch mal zu uns holen, ne? Hier den armen Jungen. Der ist doch ganz alleine. Ganz allein. So, ich habe eine Wand aus purem Skill, in Klammern Panzern, die irgendwie alle ein bisschen krüppelig geplatziert sind, aber hey. Dafür stehe ich mit meinem Namen. So, ich hoffe, die Stufe 4er werden hier richtig auch weggerödelt. Durch die Rockede. Der müsste eigentlich reinlaufen. Wo laufen die nicht schneller sogar? Ich weiß nicht. Boom. Ja, so geschafft, der Junge, nice. Ja, ich bin übrigens Geschwindigkeitsspezialist, habe ich noch nicht erwähnt, ne? Alter, irgendwie. Ich mache einfach einen großen Blob aus diesen Einheiten, die ich hier gerade habe. So, falls Challenges mäßig sind jetzt ja vorbei. Dementsprechend, falls ihr da Ideen habt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Was ihr für Challenge-Ideen habt und ich werde mich den Damen widmen und mal ausprobieren, ob das funktioniert. Oder selten, ja, selbst wenn nicht funktioniert, wird es ihr sehen. Also ich werde höchstwahrscheinlich dann dich trotzdem zeigen. Bitte kill ihn. Oh ja. Geld, Geld. Danke. Oder gibt 20? Was? Ist das von mir? Oh ja, es ist von mir. Was? I think. Ja, ich glaube, wir gewinnen das. Und zwar eigentlich ganz schön krass sogar. Das Doppelte vom zweiten haben wir. Oh mein Gott, I like that. Lass mich ran, der spawnt massig Wasp. Und das ist ein Problem. So, Geschwindigkeitsspitzel nehme ich einfach, weil die halt sich die Geschwindigkeit teilen. Die sind halt beide nur 18, 8 Meter pro Sekunde schneller. Mit 2 ich mal Speed-Spitzel ist die Geschwindigkeit schon mal ganz schön krass jetzt, muss man sagen. Ich glaube, ich klatsche sogar die Vorschlaghammer weg, damit wir ein bisschen freie Bahn haben für unseren. Ich glaube, Spinnenkollegen hier.
Okay. Ja, das schnelle Schießen war schon wichtig, glaube ich. Okay, der Junge hat Reichweite, das heißt, ich werde jetzt voll reinrennen und sterben wahrscheinlich. Aber der Junge hat nur... Stufe 1er Scharfschützen da gerade am Stehen gehabt, deswegen war es cool. Mein Gebäude! Oh, danke. Verdammt. Sieht man mal, wie Reichweite, wie wichtig das ist, ne? Okay, der Blaue geht hardcore auf Sturmrufer. Vielleicht sollten wir da ein bisschen mit Lufteinheiten gegenhalten. Kann eigentlich Schlagspezialisten können, falls wir das haben wollen. Also, falls wir uns dazu entscheiden sollten, irgendwas damit zu tun, heißt es natürlich. Okay, der geht auf jetzt schon auf den Sack, eigentlich schon seine Anwesenheit. Ich habe hier ein Problem auf jeden Fall, ganz schönes. Machen wir mal auf Stufe 4. Dass das Problem nicht so problematisch ist. Ja, Reichweite bringt mir jetzt, glaube ich, doch. Also, ja, wäre natürlich super jetzt, aber ich habe jetzt kein Geld dafür. Habe ich irgendwie Geld ausgeliehen gerade? Oder warum habe ich kein Geld gehabt eben? Irgendwie komisch. Warum geht ihr denn alle nach links hier, Deppen? Oh Mann. Mein Gebäude ist gefallen. Also irgendwie... Also schlecht ist jetzt nicht, was hier gerade passiert. Ich meine, ich gehe jetzt in die Mitte irgendwie. Okay, mein Hauptgebäude ist jetzt auch weggegangen. Und das ist jetzt natürlich scheiße. Nee, keine Chance. Okay. Ich brauche jetzt auf jeden Fall reich. Nein, warum kommen jetzt die ganzen... Alter, willst du mich verarschen? Oh, ich habe was weiteres, was ich meinem Blob hinzufügen kann. Cool. Kommt nach vorne, ne? So, Range ist wichtig. Yes, very important. Wieso kommt mir die Situation, die wir gerade haben, irgendwie sehr bekannt vor? Weil ich es einfach fast gefühlt... Also das Gleiche ist, was ich eben hatte, gefühlt. Also... Ach, verdammt. Okay, kann ich hier sowas machen, damit wenn die Kriecher da ums, sich darum sammeln, dass ich dann irgendwie jedenfalls alle davon wegknüppeln kann schon mal? Das wäre super. Ich glaube, wenn den Raketenabfänger werde ich dann Säbelzahn dann auch geben. Ich bin eigentlich ganz normal gerade, kann man sagen. Also wir nutzen alles, was uns das Spiel anbietet. Wir haben alle Einheiten vom Anfang genutzt.
Und wir nehmen auch die ganzen Einheiten, die wir von Anfang an hier auch hatten. Also halt von den Drops meine ich auch. Okay, wenn die jetzt alle hier richtig schön auf dem Haufen gehen. Das Gebäude jetzt gleich explodiert. Genau, killt einfach die ganzen Kriecher. Durch den Flächenschaden. Okay, nice. Gut funktioniert. Wie wär's denn, wenn ihr euch um diese fremden Rhinos da mal kümmert, Leute? Das ist mal eine gute Idee. Das Gute ist, die Säbelzähne sind einfach auch nur 14 mm schnell, deswegen bringt das tatsächlich da auch ganz gut was. Meine Einheiten sind alle ungefähr die gleiche Geschwindigkeit, deswegen bin ich auch nicht so ein Fan davon, jetzt hier mechanische Wut zu geben, meinen Einheiten. Das könnte dann ein bisschen backfiren. Wenn eine Einheit auf einmal so mega schnell ist, wisst ihr. Ich wurde jetzt überholt, ne? Ich hoffe, ich krieg jetzt richtig hardcore den Boss in die Fresse. Ja, tut ja echt sogar nice. Das ist schön. Okay, ich will Fangs. Eine Einheit einfach hier vorne, damit ich die zum Level nutzen kann. Ist noch ein Levelaufstieg hier. Okidoki. Was haben wir überhaupt als Feinde? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Das ist das Schöne, wenn man so eine ausbalancierte Armee hat. Man muss sich nicht so mega wegen allem den Kopf zerbrechen. Denn ich bin ehrlich, ich glaube, das werden wir easy schaffen, den Kram wegzurotzen. Allein schon wegen unseren ganzen Scharfschützen. Soll ich noch einmal eine Sache hier machen? Ach, soll ich das Geld ausgeben? Ach, scheiß drauf. Das Gebäude ist eh nur Stufe. Ist die Stufe 4. Dementsprechend wird der Debuff jetzt nicht so mega schlimm sein. Verdammt, der hat schon Elite-Scharfschütze. Okay, da muss ich mithalten, sonst habe ich ein Problem. Wo ist ich denn hin? Kann meine Scharfschütze mit aufhören, alle sich einzeln abzusplitten von der Gruppe und zu sterben dadurch? Einzeln immer nach einem Haufen der Schaffelzen reinrennen vom Feind. Genau. Ich glaube, den Schmelzpunkt verkaufe ich einfach nur, oder? Ich glaube schon, ja. Okay. Jetzt kommen diese Momente hier, dass ich die
Moment der Wahrheit. Habe genau einen, der mir fehlt, um das aufzuwerten. Ey, mein Gott. Scharfschützen gerne nur auf Stufe 2 jetzt aufwerten, dementsprechend. Ich das hier mal so machen. Auf jeden Fall die hier wegknüppeln komplett, damit wir da freie Bahn haben. Falls hier irgendwas in unsere Nähe kommt. Und gerne immer Geld jetzt ausleihen, nur um nochmal mehr Scharfschützen zu ballern. Was natürlich auch schon ein bisschen ätzend dann auf Dauer ist. Ja. Schon ein bisschen unser Geld dann hier ein bisschen mehr wieder und dann haben wir nicht so wieder 300 weniger und das ist dann mal kacke. Können wir von hinten ein bisschen kommen und alles wegknüppeln. Sehr schön. Die Säbelzähne sind auch eigentlich ganz nice, einfach um halt auch die extra, diesen extra 26k Schaden immer mal wieder. Das ist halt echt schon hilfreich. Das sollte man echt nicht unterschätzen. Oh nein, dreh dich um. Dankeschön. Ach du Scheiße. Jo. Okay, Schnellschuss muss man sagen, ist echt geil. Ich finde also die beste Fähigkeit, die man auf Scharfschützen drauf haben kann mit TP-Erhöhung. Macht das Sinn? Also erstmal, Atombombe ist schon mal echt scheiße für mich. Wenn jemand hier was drauf platziert, ist alles tot von mir. Das ist auf jeden Fall klar. Ich habe das Gefühl, deswegen wird das auf jeden Fall jemand machen. Aber warte mal kurz. Ja, komm, scheiß drauf, mach ich mal. Okay. Soll ich nochmal Geld mir leihen, um das zu tun, was ich gerade im Kopf habe? Ich möchte mich jetzt Fangs eigentlich mehr holen. Schießsquad. Das macht keinen Sinn jetzt, diese Runde für dieses bisschen. Ich mache Folgendes. Ja, wir sind so schnell mit den Einheiten. 17 Meter pro Sekunde bei einem Scharfschützen. Also, wir werden locker rein. Okay, nevermind, niemand schießt auf mich. Cool. Hat überhaupt niemand eine Atombombe genommen? Ja, Atombombe ist echt schwach. Also, dauert Ewigkeiten, bis das Scheißding mal irgendwie landet. Und das macht halt nur 70k Schaden. Wenn du halt eine Armee hast, nur von Rieseneinheiten, ist es halt. Bei Einheiten, die weit über 100.000, 200.000 Leben haben, ist es dann so, wow, okay, ich hab Leben verloren, ein bisschen cool. Bei Einheiten, die sich dann auch heilen können, ist das eh dann noch so ein Witz von wegen, ne? Also von daher. Also Scharfschützen, die so schnell sind, sind schon echt gefährlich, finde ich. Einfach schon, weil die halt gemeinsam mit den anderen Einheiten immer beieinander bleiben und alles. Also alle gleich schnell sind und keiner wirklich hinten bleibt irgendwie. Schon ganz nice.
Okay, jetzt bin ich Erster. Das heißt, ich krieg den letzten, vorletzten Runde krieg ich den Boss ins Gesicht. Okay, das ist okay. Ich habe das Gefühl, dass es gar nicht mal so schlimm ist. Besonders wenn ich das jetzt mache, was ich vorhabe. Also will ich? Wobei, ne, irgendwie nicht. Also ich meine, ich will den verkaufen, aber ich will ihn nicht behalten. Das meine ich damit. Anders überlegt. Verdammt, ich will so viel machen. Ich glaube, Leveln war jetzt irgendwie wichtiger. Ich will das auch haben. Ich habe den jetzt verkauft, weil er eh nicht so hohes Level ist. Mal schauen. Krass, also ich hätte ich den verkauft. Oh, ich werde aber hundertprozentig verkacken, denn ich sehe gerade, ich habe ja gar keine wirkliche Fähigkeit hier. Die ganzen Fangs wegzuknüppeln. Ich habe das Gebäude, den Upgrade und das Upgrade auch nicht dabei. Immer gar nicht mal so schlimm aus für mich gerade. Ja, ja, ja. Jetzt über mir viel mehr Punkten als ich gedacht habe, erst über mir. Alles klar, Spiel. Ich habe verstanden, was du willst. Ich verstehe. Hat der Doppelschuss? Ja, der Doppelschuss. Das heißt, Schilder auf Fangs bringen jetzt echt nichts zwingend wirklich. Also was? Also von daher. Das ist eh die letzte Runde, deswegen machen wir safe das hier. Der hat den Boss im Gesicht. Trotzdem machen wir das hier, damit ich nicht irgendwie meine Einheiten da verliere, dass die da hingehen und so, versteht ihr? Ich glaube, ich gebe den Range tatsächlich. Also alle Fangs, die gespawnt werden, kommen dann mit Reichweite. Das ist dann schon ganz gut. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Sicherheitshalber einfach mal so ein Schild hier, habe ich das Gefühl. Irgendwie habe ich da ein bisschen Schiss, um ehrlich zu sein. Berechtigt, wie scheint. Ja, der Typ hasst mich, wie scheint. Also richtig hart. 20 Meter pro Sekunde. Kriege ich da schnell genug hin, wegzurennen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich werde jetzt richtig viel verlieren. Verdammt. Und dass ich die Bomben hier gemacht habe, ist auch ein Fehler. Dadurch bleiben die mich hier so weit hinten. Tatsächlich.
Oh, ist das lame, ey, ich hasse. Weißt du, Atombomben ist so. Oh, so langweilig. Ohne Scheiß. Bitte? Ernsthaft, der Typ, der mir jetzt die Atombombe ins Gesicht geworfen hat, hat jetzt auf einmal ein Internetproblem oder was? Also sieht man hier im Ausrufezeichen. Ich weiß nicht, das ist ganz schön schwer zu erkennen, aber. Alles klar, wir sehen uns gleich wieder, wenn es sich beruhigt hat. Okay, das ging schneller als erwartet. Okay, ich habe echt ein bisschen was verloren. Aber meine Scharfschützen haben soweit alle überlebt. Dementsprechend. Ja, schade. Ich bin ehrlich, von Atombombe könnte ich von mir aus auch rausnehmen irgendwie. Das ist echt immer ätzend, wenn du dann den Scheiß am Ende der Runde ins Gesicht bekommst. Ein zweiter, das ist cool. Könnte leider nicht mehr viel machen, nachdem man die meiste Armee von mir, also das meiste von mir weggeklatscht wurde. Aber ich muss sagen, ich fand meine Armee-Zusammenstellung gar nicht mal so schlecht. Also die Panzer, wenn man ganz ehrlich war, nur dazu da, um mal zu tanken. Um halt einfach Feuer abzufangen. Das war's. Ja, Säbelzähne eigentlich auch teils. Die tanken aber natürlich deutlich mehr. Der Oberherr war eigentlich nur dafür. Halt da. Ja, und die Scharfschützen, ja. Eigentlich die meisten, so die Haupt-Damage-Stile tatsächlich. Wir hatten am meisten überhaupt Schaden gemacht, ja. Der Panzer. Okay. Ja, fair enough, okay. Der hätte auch Stufe 7 sein können schon, ne? Hätte ich das vielleicht sogar geschafft, den auf Stufe 9 dazu. Ja. Ja, die Atombombe hat uns echt ganz schön was weggehauen. Hätte ich, ich hätte vielleicht noch mehr Schilde machen sollen. Hat leider nicht gereicht mit dem einen Schild. Aber wir haben ein paar Scharfschützen übrig gehabt. Haben auf jeden Fall den roten richtig weggeknüppelt, dass der hinter uns blieb. War wirklich für mehr hat's leider dann auch nicht gereicht. Dann uns hat einfach diese Stahlkugel-Spam uns übelst aus dem Konzept gebracht und einfach uns überrannt. Tja. Aber ansonsten würde ich sagen einfach, ist trotzdem eine ganz geile Runde. Einfach mal einfach ganz normal, keine Challenge. Und ja, ich soll schon einfach mal sagen, wenn ihr eine Idee habt für eine Challenge, wie gesagt, Kommentare. Und ansonsten werde ich mir mal selbst natürlich was immer wieder mal überlegen und dann mal schauen, was da als nächstes kommt. Vielleicht einfach mal so einfach ganz normale Runden wie diese immer wieder, weil da habe ich auch mal Bock drauf. Es ist nicht zwanghafte, etwas machen zu müssen. Ist auch mal schön, wenn man einfach nur ganz kreativ einfach irgendwas hinklatschen kann, was man will. Und einfach mal schauen, was passiert. Das ist nämlich auch ganz schön mal. Gut, aber ansonsten an dieser Stelle, wir sehen uns und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.